Stefan hat ein neues Handy und er spricht mit ihm. Aber ich nicht mit ihm. Du hast jetzt auch keine Einstellungen drum, das ist das nächste. Weißt du, wo die gesammelt sind auf dem Ding? Da, schau, verstehst du, da rührt sich gar nichts in die Richtung. Weil du jetzt das markiert hast. Da weg, den will ich gar nicht. Das heißt, markiert, wenn ich da irgendwo drücke, dann kann jetzt ich... Jetzt ist das markiert, deine Uhr. Ja, die will ich immer nicht haben. Ich muss immer alles zweimal andrücken. Die interessiert mich ja gar nicht. War das von Anfang an oder hast du irgendwas ja, verstellt? Ja, scheinbar. Das ist ja komisch. Der Sprachassistent oder was ist anderes, ist der Wahnsinn. Ach, vielleicht deshalb. Aber ich komme, ich habe irgendwo schon einmal, habe ich das schon zusammengebracht. Jetzt ist wieder das markiert. Motto, das will ich nicht. Warte mal, da unten ist er. Da, Edzard. Ah, Edzard, es sind deine Einstellungen. Ja, das weiß ich auch. Und wo schaut man da jetzt drauf? Ich kann das auch zum Beispiel nicht nach oben scrollen, wenn noch irgendwas sein sollte. Das ist ja bescheuert. Naja, sag ich ja. Das ist ja bescheuert und das vibriert die ganze Zeit. Ja, und der redet alleweil mit mir. Da will ich ja gar nichts wissen. Muss man nach den Hasen schauen. Aber ich weiß ja auch nicht, wo ich schauen soll. Das ist ja das Problem. Verstehst du, wenn ich unter Einstellungen gehe? Ja, du kannst doch gar nicht scrollen. Nee. Leg die sprachspezifische Stimme fest. Ich will überhaupt nichts festlegen. Ich will gar keine haben. Assistenz-App. Google hast du scheinbar eingemacht. Ja, das kann schon sein. Der Assistenz-App, du musst die ausmachen. Aha. Naja, wenn du weißt, wo ich hindrucken muss, dann ist er okay. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Das ist ja der Wahnsinn, du bist der Narr. Du hast die Google-Assistenz-App angemacht. Mhm. Naja, auch so viel zum Thema Technik. Oh Gott, Stefan, wo, ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Ja, du warst vorher jetzt meine letzte Hoffnung. Oh, sonst schicke ich das Handy wieder zurück. Na, ist schon wahr. Kann ich nichts damit anfangen. Da wirst du ja narrisch, wirst du da. Ich kann damit auch nichts anfangen. Naja, ganz schön kompliziert sowas. Du hast scheinbar den Google-Assistenten eingeschaltet. Und? Schalten aus. Stimmlage und Sprechgeschwindigkeit kann man sogar einstellen. Ja, das interessiert mich doch nicht. Ich will es überhaupt nicht hören. Betonung kann man auch einstellen. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will es überhaupt nicht hören. Du kannst auch die Ausgabelautstärke anheben, dass er lauter mit dir redet. Nein, ich habe es extra leiser gestellt, soweit ich überhaupt was gefunden habe. Aber du kommst da überhaupt nicht mehr klar. Wie kann man das ausstellen? Ja, das ist jetzt deine Knobelaufgabe heute. Muss ich noch lang filmen? Na. Mach mal wieder aus, wo? Nicht, dass die Leute denken, was ist denn da los? Der Anschluss vom Wasser, also mit dem Hahn zum Abdrehen. Dann auf der Rückwand. Das Loch ist praktisch für die Steckdose. Ach, das musst du noch aussägen? Das habe ich doch schon. Ja, da ist was zusammengeklappt. Ach ja, so. Das muss ich noch sauber machen. Ist alles total verstaubt. Ein bisschen auswischen. Bin gespannt. Erstmal das einschauen, weil ich habe das extra nicht die Rückwand hinten reingebaut. Wenn es nicht passt, bringst du ganz schwer raus nach dem IKEA-Prinzip. Weißt du? Dann schaue ich erstmal, ob das überhaupt passt, ob das richtig, ob das da reingeht. Machen wir jetzt das andere Teil. Okay. Kannst du das hier nacharbeiten oder musst du es wieder mitnehmen? Ich muss alles wieder mitheimnehmen. Jetzt ernsthaft? Das ist sehr ernsthaft. Jetzt müssen wir erstmal Platz schaffen hier. Vor allen Dingen, die Schwierigkeit war auch, Stefan musste dieses Regal um 2 cm kürzen. 2,5. Zweieinhalb. Dieser Spalt war nämlich 60 cm und, nee Quatsch, nee, 58. Und der Spalt war, wie viel war der? 60. Nee, anders. Der Spalt war 58 und das Regal war 60. Kannst du alles da oben mal draufstellen? Hm? Kannst du alles da oben mal draufstellen? Jetzt habe ich es bei alles hier. Ja, oder wenn du es anders weißt, ja, ist ja unser Vorschlag. Wenn du es anders machen kannst, ist es ja auch in Ordnung. So, okay, ich hab's. Jetzt müssen wir das Regal abschrauben. Wahrscheinlich muss ich dann noch mal vorwischen oder so. Ja, ja.
Wieso müssen wir schauen, ob das überhaupt passt? Jetzt sind wir da nicht die Griffe drum. Sie abschrauben. Schauen wir mal. Vielleicht langsam, wenn man das Ding hinstellt, muss man nicht mal einen Gang schrauben. Wieso hast du das jetzt hoch? Ja, weil ich die Griffe, da waren oben Griffe dran, die habe ich abgeschraubt, weil sonst kann man es nicht gescheit draufstellen. Ach so. Verstehst du? Und ich habe gedacht, ob es vielleicht, wenn du das vielleicht mal hinten hin sagen willst oder was. Kommst rein, runter? Ja, die ganze Waschmaschine tun wir jetzt nicht weg. Das ist ja bloß, dass die Schraubflusen einmal weg sind. Mehr machen wir jetzt nicht. Du hast ja nur mehr Viereck gehabt. Wenn jetzt die ganze komplette Ding auch noch wegschiebt. Dann wisch ich mal. Ja. Boah, Gott, ey. Oh, oh. Das hat noch nicht ganz hin. Warum? Der Ausschnitt so niedrig ist. Wie zu niedrig? Da muss ich noch höher machen, das hat mich auch gemessen. Ach Gott. Ach komm. Was hast du denn gemacht? Ja. Du musst es noch aussägen, oder wie? Ja. Haut mir das nicht hin. Du hast dich vermessen. Stefan wollte es unbedingt selber ausmessen. Ja, ja. Hä, was hast denn du da gemessen, Stefan? Ja, ich hab's dir mal gescheit lesen können. Da hast du, glaube ich, eine. Das auch nicht. Da hast du, glaube ich, eine 1 vergessen. Oder eine 2. Das ist immer lustig. Doch? Nein, für mich nicht. Es ist lustig, weil du dich ja komplett vermessen hast. Oh Gott, 40 hoch machen wir. Ich verstehe. Was das hast denn du nicht gemacht? 4 cm. Na. 14 in das. 14? Du hast bestimmt die. Ich weiß aber nicht richtig gemacht. Lesen war oder wie auch immer. Dann wollte ich mal sagen, schon am 3, aber dann komme ich halt auf so einen Pipifax. Und im Kopf habe ich es auch nicht mehr. Das ist ja viel höher. Weißt du, dass mir das dann in Sinn kommt und dass wahrscheinlich das da hinten auch passt, auch nicht. Hm. Also, naja, das weiß ich noch nicht. Jetzt machen wir erstmal das eine. So, jetzt passen die Ausstanzungen. Oh, bloß die Tür schleift noch ein bisschen. Da müssen wir mal hinterlegen, weil da die Waschmaschine anscheinend schief steht. Das sagt ja alles, das Handy. Was denn? Entfernung ist mit auf Fingerabdruck gewartet. Das ist ein Handy für Dummies. Hm. Weißt du was? Ich glaube, dir wird erstmal alles erklärt. Nicht? Ja, was will ich mit so einem Krampf? Ja, du bist ja narrisch. Ich weiß nicht, weil die sagt jetzt alles. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Verstehst? Das nervt mich ja. Ich meine, ich kann ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Telefonnummer eintippe, dass der jede Zahl gesagt wird. Ist es vielleicht, wenn ich sehbehindert bin oder was, weißt du, dass ich. Naja, verstehst du? Dass mir das bestätigt wird, was ich da mache. Warte mal, okay, Google. Mhm. Hey, Google. Ja, da gibt's so, warte so mal. Okay, Google. Hey, Google. Nervt halt. Ja. Der sagt ja alles, was du machst. Ja, das ist der Wahnsinn. Hast du schon eine App, WhatsApp installiert? Nö, kann ich ja nicht. Bin ja nicht zusammen. Ja, das ist immer noch scheiße, du. Warum? Also. Der erklärt dir ja alles. Ja. Das will ich aber nicht. Du bist wahnsinnig. Was ist schief? Das ist kühl. Oh Gott, mit Stimmen.
Ich weiß ja nicht, wo ich die Anleitung hin habe. Von dem Ding, das habe ich da hochgebracht. Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn mit dem Handy. Schau mal her, wie schief das die hängt. Das kann ja gar nicht gehen. Nö. Warum? Hast du es falsch ausgemessen? Nein, nicht mit dem Ausmessen, sondern weil ich die nicht einstellen kann, dass es gerade bleibt. Boah, ey. Du bist ja blöd. Was soll ich doch? Dein blöder Google-Assistent, wie geht denn der aus? Sag mal, was hast denn du da eingestellt? Ich habe wohl nichts eingestellt. Oh. Wenn ich die Rüste. Und dann immer leichter. Oh, ich krieg die Krise, Stefan, da kriegst du Aggressionen. Ja, ich weiß. Das kenne ich. Herrschaftszeiten, da kannst du ja gar nichts machen mit dem Ding. Mhm. Kannst du nicht mal. Und wieso hast du ständig Vibration an? Das weiß ich doch nicht. Alles, was ich mache, vibriert. Das erhöht den Kick. Ich kann ja nicht einmal was schreiben. Naja. Ach, weil du. Ja, das ist ja auch blöd, weil du hier nicht mit meinem Internet verbunden bist. Jetzt kommst du da ach gar so, nicht rein. Ach so, jetzt kannst du da gar nichts machen. Ja, ja. Naja. Hey, Google. Du musst mit ihm reden, oder was? Ja, scheinbar. Mann, du ey. Weil ich war am Anfang mal was da. Sprachausgabe deaktivieren. Der Wahnsinn. Du kannst sagen, NDR 2 spielen oder öffne Netflix. Weder das eine noch das andere. So einen Scheiß brauche ich nicht. Mann, oh Mann, du. Ich will mit dem Ding auch nicht unterhalten. Was ist denn jetzt so passiert? Was denn? Das ganze Werkzeug hat sich wieder weg. Da ist er doch. Ja. Aber das Zeug wieder eingeräumt. Ich habe nichts eingeräumt. Die Globobierrollen hast du wieder. Ach so, rein. Ja, aber nicht im Werkzeugkasten. Also, das ist ja der Wahnsinn, du. Sprachausgabe aus. Stefan, ich glaube, du musst es sagen, weil du ein Mann bist. Hallo Stefan, hier ist dein Google-Assistent. Ich kann dir bei vielen Dingen helfen. Stefan, ja. Kann man das Regalbrett auch eins weiter runter tun? Ja, da kommst du immer zum Wasserhahn hin. Doch, eins weiter runter schon. Ja, dann tun wir es eins weiter runter. Jetzt sprich doch mal mit deinem Handy. Ich bring das hier zusammen. Sprachausgabe aus. Jetzt? Ja. Sprachausgabe aus. Wie sagt man da, hey Google? Hey. Hey Google, Sprachausgabe aus. Was sagen wir jetzt? Das ist alles ganz anders. Hey. Hey, so einen Scheiß, den schicke ich wieder zurück. Dann leck mich doch am Arsch. So einen Scheiß brauche ich nicht. Jetzt sag was. Hey Google. Ja, was denn? Nichts lieber als das. Womit kann ich dir helfen? Hey Google, schalte den Sprachassistenten aus. Der macht mich narrisch. Ja, hier denn jetzt. Ja, jetzt hört er wieder nicht. Tippen Sie unter alle Einstellungen auf Stimme für Assistent. Wo ist denn das? Ich kann doch nicht dauernd, wenn ich irgendwo bin, ich kann doch nicht dauernd reden. Das muss doch irgendwo ausgehen. Google ist momentan nicht erreichbar. Ja, ja, Gott sei Dank. Da. So eine Scheiße. Jetzt geht das wieder nicht raus. Mich macht dein Handy wahnsinnig. Du meinst, was mich das alles macht? Ich habe jetzt mal meinen Badezimmerschrank grob eingeräumt. Mal schauen, ob es so bleibt, aber erstmal fürs Erste und vor allen Dingen, dann macht man den Schrank zu und dann ist alles ordentlich und schön verstaut und steht nicht unordentlich rum. Polly, möchtest du deinen Bananenbrei? Gleich gibt's Abendessen. Lotte hat Bananenbrei gehört. Ich werde ja so verwöhnt. Meine Mama hat einen Salat mitgegeben und einen
Ja, was ist das? Ein Kartoffelauflauf in der Pfanne? Und sogar Dressing hat sie mir extra gemacht. So, das zeige ich euch noch meine heutige Nachspeise. Ich darf mich nämlich freuen, denn aus der Heimat ein leckeres Nusshörnchen. Schaut euch bitte an, wie lecker das aussieht. Mit diesem Zuckerguss. Einfach nur köstlich. Darauf freue ich mich heute Abend und bis morgen. Tschüss.